Was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute mit einem Hüllen-Review. Und zwar hat uns Dragon Shield ein paar Hüllen geschickt. Echt coole Aktion von denen. Vielen Dank. Mehr Informationen zu Dragon Shield findet ihr weiter unten, also in der Beschreibung. Und hier haben sie halt uns 5 Hüllen geschickt, 5 Packungen. Echt coole Farben. Ja, echt coole Farben, muss ich sagen. Die geilste Farbe ist die hier. Ja, zu Kies, wirklich geile Farbe, aber kommt unserem Boss an, also die behalten wir nicht. Trotzdem, ja. Ich persönlich bevorzuge die Goldenen. Wir werden die gleich mal öffnen und mal testen, wie sich die Höhlen in den Karten auffüllen. Ja. Wie sie sich so mischen lassen und sowas. Also die sind sehr, sehr eng. Ja. Sehr. Aber ich denke mal sehr stabil. Ja. Was ich auch geil finde, ist hier auch kein Punkt wie bei den anderen. Ja. Da haben wir auch die Höhlen zum Beispiel, da wo ein Punkt drauf ist. Ja, das mag ich gar nicht. Die sind echt gut, wirklich stabil. Schöne Farbe, ja. Füllen wir mal ein. Die Karten sitzen exakt in der Hülle, das heißt auch, dass man auch keine Probleme auf offiziellen Turnieren kriegt, eventuell wegen Cheat-Versuchen oder speziellen Betrügereien, was die Höhlen angeht. Ja, also die Karten sitzen exakt so, wie sie auch sitzen sollten. Auch turnierlegale Höhlen sind es auf jeden Fall. Definitiv schon mal ein großer Pluspunkt. Ja. Ein Höhlen gibt direkt fix, ja. Wie man sehen kann. Fühlt sich gut in der Hand an. Das sind 50 Stück in einem Pack. Pack drin. Einziger kleiner Nachteil. Ja, 50 Stück. Der Nachteil in dem Sinne wäre einfach, weil man eigentlich von einem 40 Karten Main Deck ausgeht und einem 15 Karten Side Deck. Da wären wir bei 55, würden im Grunde 5 Hüllen fehlen. Gut, der Vorteil ist, man kauft sich dann 2 Packs, hat aber dann immer einzelne Karten reserviert. Also falls einzelne Hüllen mal wirklich Schaden erleiden sollten, beziehungsweise angerissen sein sollten, hat man dann dafür mehr Ersatzhüllen. Ist halt, denke ich mal, auch kein Nachteil. Für eine gute Qualität. Und ich denke, ja, Preis-Leistung musst du eigentlich auch passen. Und abonnieren also uns. Die Jungs so. Haben jetzt das Deck eingehüllt. Wir haben das Deck jetzt komplett eingehüllt. Es fühlt sich super in der Hand an. Misch mal. Ja. Lässt sich angenehm mischen. Auch zwischendrin, es bleibt nicht hängen. Es gleitet angenehm durch. Das heißt auch, man beschädigt die Hüllen nicht dadurch. Ja. Zeig mal das von oben. Weißt schon. Nein, die weiße Stelle, die Öffnungen. Die Öffnungen? Ja. Also man gleitet hier angenehm durch, ohne Probleme. Was bei anderen Höhlen halt ab und zu der Nachteil ist, dass man ab und zu hängen bleibt und dadurch auch die Höhlen immer beschädigt mit der Zeit. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr angenehm in der Hand. Denke ich mal auch zum Spielen und zum Ziehen ganz normal. So wie es auch. Kann man echt nichts sagen. Kann man echt nichts sagen. Auch eine ideale Farbe für das schöne Deck. Ja. Also schaut super aus. Definitiv. Also. Ja. Ein Daumen hoch von dir. Top. Würde ich auch sagen. Auf jeden Fall. Top. Schöne Farben auf jeden Fall auch. Ja. Ja. Check Dragon Shield ab. Danke nochmal an die, dass sie uns ein paar Hüllen geschickt haben. Ja, vielen Dank. Alle Informationen unten in der Beschreibung. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Videos ab. Und ciao.